Das hier finde ich unglaublich faszinierend. Ich finde die Welt einfach wirklich schön. Und je länger ich Naturwissenschaftlerin bin, desto schöner finde ich eigentlich die Welt, desto faszinierter bin ich. Aber je länger ich Naturwissenschaftlerin bin, desto verzweifelter werde ich auch leider, weil ich verstehe. Ich verstehe, wie sehr diese Schönheit bedroht ist und wie sehr wir bedroht sind. Deshalb möchte ich Ihnen heute drei Dinge mit auf den Weg geben. Erstens, auch wenn Katastrophen schleichend passieren, sind es dennoch Katastrophen. Und auch wenn sie im Vergleich zu unserer Lebensspanne scheinbar langsam voranschreiten, gibt es irgendwann diesen einen Punkt, wann es einfach zu spät ist, um irgendetwas noch daran zu ändern. Und solche schleichenden Katastrophen sind auch die Bodenkatastrophe und die Klimakatastrophe. Wir treiben sie ganz langsam voran. Sarah Schurmann beschreibt das mit einer Kaffeetasse auf einem Tisch, die wir immer weiter in Richtung Tischkante schubsen, und ganz lange passiert ja erstmal nichts. Aber dann, urplötzlich, steht sie an der Kante und kippelt und ein klitzekleiner Stups reicht aus und sie fällt herunter, zerbricht, der Kaffee ist ausgeschüttet und wir kriegen diese Tasse nie wieder zurück. Zweitens, die Ursachen für die Katastrophen liegen zum einen in der Funktionsweise unserer Gesellschaft, das haben wir eben schon gehört. Und sie können auch dort wirklich nur von denen geändert werden, die an den Schalthebeln der Macht sitzen. Also zum Beispiel in der Politik, in der Wirtschaft, im Recht. Zum anderen sind die Ursachen aber auch kumulativ. Das heißt, sie addieren sich auf, wie hier dieser Ameisenhaufen, durch die Arbeit von vielen kleinen Ameisen, die sehr fleißig sind. Kleine Entscheidungen, kleine Handlungen können also in Summe etwas ganz Großes bewirken. Entweder so einen Ameisenhaufen oder aber eben auch große Katastrophen wie die Klima- und die Bodenkatastrophe. Und als drittes und letztes möchte ich Ihnen dann noch zeigen, dass in diesen kleinen Entscheidungen aber dennoch unsere ganz große Chance liegt. Davon bin ich überzeugt. Denn wir müssen schnell sein, weil die Tasse schon auf der Tischkante kippelt. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Und kleine Entscheidungen sind schnell. Und das Gute ist, sie wirken. Sie und ich, wir können etwas bewirken. Wie bei Domino, wo jeder einzelne Stein etwas Großes in Bewegung setzen kann. So können auch wir das tun. Mein und Ihr Job ist eigentlich nur, andere anzustupsen und in Bewegung zu setzen. Denn 3,5% einer Bevölkerung, nur 3,5% reichen aus, um Wandel zu initiieren. 3,5 auf den Straßen mit Fridays for Future. Deshalb fange ich jetzt an und stupse Sie an. Als erstes möchte ich Ihnen verdeutlichen, dass das Gefährlichste an schleichenden Katastrophen wie der Klimakatastrophe und der Bodenkatastrophe tatsächlich ihre Langsamkeit ist. In dem Sinne zu langsam, als dass wir einfach nicht aus ihnen lernen, weil sie so langsam sind. Dazu möchte ich Ihnen kurz eine Legende aus meiner Heimat erzählen. Also wie Sie hören, hören Sie bei mir nichts, also zumindest keinen österreichischen Dialekt. Und das ist nicht verwunderlich, weil ich ursprünglich von der Nordseeküste komme. Und da haben wir ganz viele Seefahrer- und Piratenlegenden, wie die von Klaus Störtebeker. Störtebeker war ein Pirat, der ziemlich berühmt geworden ist. Und sein letzter und berühmtester Streich war dann bei seiner Gerichtsverhandlung, wo er und seine Mannschaft zum Tode durch Enthauptung verurteilt wurden, dass er ausgehandelt hat, dass all den Männern das Leben geschenkt wird, an denen er kopflos vorbeigeht. Und das tat er. Er ging an 11 Männern vorbei. Ich finde das ziemlich gruselig, oder? Also ich meine, zum einen wusste er ja auch, dass die ganze Zeit während seiner Raubzüge was ihm droht. Aber ganz lange ist ihm ja nichts passiert. Ich meine, er wurde reicher und hatte vermutlich ziemlich viel Spaß. Es gab keine Konsequenzen. Aber als er sie dann zu spüren bekam, dann war es im selben Moment zu spät. Diese Geschichte führt uns vor Augen, wie wir lernen. Wir lernen, etwas sein zu lassen, wenn wir direkt unangenehme Konsequenzen spüren. Hören wir nur von den Konsequenzen und wissen nicht genau, ob sie uns wirklich treffen und wir überlegen, ob wir später vielleicht noch irgendwie was regeln können, dann machen wir weiter wie bisher. Wir sind schlecht darin, Fehler zu vermeiden, die wir erst spüren, wenn es schon zu spät ist. So wie bei der Klima- und der Bodenkatastrophe. Solche Fehler, deren Konsequenzen wir nicht spüren, begehen wir in Österreich täglich.
Beispielsweise haben wir zwischen 2010 und 2020 täglich 16 Hektar Boden verbraucht. Das sind 16 Fußballfelder und mehr jeden Tag für Häuser und Straßenbau und so weiter. Das ist sehr, sehr viel, aber dann doch nicht wirklich spürbar. Meistens hören wir ja wieder nur davon, dass irgendwo was gebaut wird. Aber die Summe ist unglaublich. Allein in diesen Jahren zwischen 2010 und 2020 wurde Boden in einem Ausmaß verbraucht, das die Fläche des Bodensees übersteigt. Mehr als 600 Quadratkilometer Boden in 11 Jahren. In 11 Jahren den Bodensee platt gemacht, sozusagen. Die Katastrophe daran ist aber auch, dass uns die immens wichtigen Böden verloren gehen, nämlich Acker und Weideland. Wir können überspitzt sagen, dass wir in Österreich durch die vielen neuen Häuser immer viel mehr Tische haben, aber leider durch den Bodenverbrauch immer weniger Fläche, auf denen wir Essen für diese Tische produzieren können. Wir müssen sehr viel von unserem Essen, von unserer Nahrung importieren. Und das kann leider auch ganz schnell schiefgehen. Wir müssen uns dann auch noch vor Augen führen, dass jede Infrastruktur, die wir irgendwo hinsetzen, die wir irgendwo bauen, nicht nur jetzt dort steht, sondern wir legen ja damit die Zukunft fest. Die Strukturen stehen da ja 30, 50, 70, in dem Fall, wenn sie gut gebaut sind, mehrere hundert Jahre. Und selbst wenn wir sie vorher abreißen, was ein energetischer Wahnsinn ist, dann braucht der Boden 100 Jahre und mehr, um sich wieder zu regenerieren. Beim Bodenverbrauch wirken also viele einzelne für sich vermeintlich harmlose Entscheidungen, ein Hausbau da, ein Einkaufszentrum dort, das macht ja nichts, dass Österreich sich die Zukunft verbaut und den Boden unter den Füßen verliert. Aber spüren werden wir es erst, wenn es bereits zu spät ist. Und dann ist da ja noch die ebenso schleichende Klimakatastrophe. Auch hier ist das Problem, dass viele kleine Entscheidungen die Klimakatastrophe befeuern, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir aber Klima nicht spüren können, auch Klimawandel können wir nicht spüren. Wir spüren nur Wetter, Eis, Kälte, Wärme. Und Österreich verursacht ja nicht nur den Klimawandel, sondern ist auch stark betroffen. Global gesehen, das wissen Sie alle, haben seit der Industrialisierung die Temperaturen um ungefähr 1 Grad Celsius zugenommen. In Österreich haben im gleichen Zeitraum die Temperaturen um 2 Grad Celsius zugenommen, also doppelt so starke Erwärmung in Österreich. Und dieser Trend wird sich fortsetzen. Das heißt, wenn wir am Ende des Jahrhunderts tatsächlich bei 3,5 Grad Celsius mehr landen, was leider Gottes nicht ganz unwahrscheinlich ist, dann bedeutet das für Österreich 7 Grad Celsius mehr. Dann ist Wien das neue Athen, aber leider nicht in schön, weil es nicht entsprechend gebaut ist, sich die Pflanzen und Tiere nicht so schnell anpassen können und wir im Übrigen auch nicht. Wir stellen uns ja stattdessen eigentlich ganz gerne vor, dass wir dann in schönen Sommern schön draußen sitzen, Eis essen oder ins Schwimmbad gehen. Die Tatsachen sind ja jetzt schon andere. Franzi hat es schon eingangs gesagt. Bereits 2018 gab es mehr Hitzetote als Verkehrstote. Bei der Hitzewelle dieses Jahr in Frankreich, mehr als 10.000 Menschen sind gestorben. 10.000 Menschen. Und bereits jetzt ist es ja so, dass Hitzewellen, die bis vor kurzem noch einmal in 10 Jahren aufgetreten sind, mittlerweile dreimal in 10 Jahren auftreten. Und bei einer Erwärmung von nur 2 Grad Celsius, nur 2 Grad Celsius global, landen wir bei 6-mal in 10 Jahren. 6-mal 10.000 in 10 Jahren. Beim Niederschlag wird sich das Mittel voraussichtlich nicht so sehr verändern. Aber das sagt nicht so viel aus, denn auch wenn Sie mit Ihrem Kopf im heißen Ofen und mit den Füßen im Gefrierschrank sind, ist Ihnen im Mittel eigentlich lauschig warm. Beim Niederschlag wird sich das verstärken, was wir auch heute schon beobachten, nämlich dass die Extreme zunehmen und die in den Niederschläge eher unregelmäßig kommen und dann eben zwischen Starkregen dort und Dürre und Trockenheit woanders changieren. Also einerseits vertrocknet uns irgendwo die Ernte und andererseits treten dann die Flüsse über die Ufer. Denn auch im Mittel verändern sich die Niederschläge nicht. Hinzu kommt dann noch, die Klimakrise verstärkt die Bodenkrise und die verstärkt die Klimakrise. Wir sind in einem Teufelskreislauf. Zum Beispiel, wenn wir weniger Böden haben, auf denen wir Landwirtschaft betreiben können, dann steigt ja die Abhängigkeit von den Erträgen auf diesen Flächen. Wenn dann
auf diesen Flächen ein Starkregenereignis, irgendwie Hagel oder irgendwie Dürre auftritt und die Ernte zerstört, dann hat das weitaus gravierendere Folgen, weil wir das nicht mehr kompensieren können. Zudem verstärken wir auch lokal den Erwärmungstrend durch Versiegelung. Sie alle kennen das aus großen Städten. Dort sind die Temperaturen durchaus mal 10 Grad Celsius höher als im Umland. Wenn wir versiegeln, fließt auch das Wasser oberflächlich viel schneller ab, landet in der Kanalisation und dann schnell in den Flüssen. Und die Folge ist, wir haben höhere Hochwasserspitzen. Also wir brauchen unsere Böden. Wir brauchen die Böden für den Klimaschutz, für den Hochwasserschutz, für lebenswerte Städte, für Nahrung und für so vieles mehr. Ohne Boden haben wir tatsächlich einfach nichts. Aber was sind denn die Ursachen für diese Katastrophen? Wer ist verantwortlich? Die Frage wurde schon gestellt. Sie, ich, unsere Eltern, Großeltern, die Politiker, die Wirtschaft. Der Klimawandel ist ein Phänomen, das auf unterschiedlichen Ebenen verursacht wird. Dabei wird etwas wichtig, was wir als Emergenz bezeichnen. Was heißt das? Klassisch für Emergenz ist das Beispiel des Waldes, weil der Wald mehr ist als einfach nur viele Bäume. Der Wald ist mehr als die Summe von Bäumen. Er ist ein emergentes Phänomen, der Wald. Er hat neue Eigenschaften, neue Qualitäten, und die wir nicht aus den Bäumen heraus erklären können. Emergenz bedeutet also, dass das Systemverhalten auf einer höheren Ebene nicht durch die darunterliegende Ebene erklärt werden kann und umgekehrt. Genau das sehen wir bei der Verantwortung für die Boden- und die Klimakatastrophe. Es gibt zwei Ebenen. Die obere, emergente Ebene ist die der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist mehr als die Summe unserer Handlungen und Entscheidungen. Auf der Ebene der Gesellschaft fragen wir, welche Verantwortung hat das Wirtschaftssystem, welche die Politik, welche das Recht? Die Fragen wurden auch schon gestellt. Wir als Einzelpersonen haben nur ganz selten Einfluss auf die Gesellschaft, genauso wenig wie der Baum Einfluss auf den Wald hat. Hier liegt die Verantwortung tatsächlich bei den Menschen, die an den Schalthebeln der Macht sitzen. Die Verantwortung auf der unterliegenden Ebene hingegen ergibt sich aus der Summe des Verhaltens vieler Menschen. Wir alle, Sie und ich, wir verhalten uns auf eine bestimmte Art und Weise oder verschiedene Arten und Weisen, die aber leider in der Summe bedeuten, dass die Kaffeetasse auf der Kante kippelt, auf der Tischkante. Ich möchte Ihnen als Beispiel zur Veranschaulichung ein Beispiel geben, was aus den 1960er Jahren stammt und unter dem Begriff Tyrannei der kleinen Entscheidungen bekannt wurde. Der Wirtschaftswissenschaftler Kahn hat am Beispiel der Stadt Ithaca im Umland von New York gezeigt, wie viele kleine, vermeintlich unbedeutende Entscheidungen in der Summe große und vor allem ungewollte Folgen hatten. Individuell können die Entscheidungen sogar völlig rational sein, aber in der Summe dazu führen, dass eben etwas Ungewolltes, Irrationales passiert. So war in Ithaca die Bahn, die gerade ausgerechnet das einzige Verkehrsmittel, was zuverlässig war, gerade insbesondere im Winter. Sonst kam man aus dem Ort nicht mehr heraus. Viele kleine individuelle Entscheidungen, heute doch ausnahmsweise mal mit dem Auto statt mit der Bahn zu fahren, haben jedoch dann in der Summe dazu geführt, dass die Bahnlinie eingestellt wurde. Das wollte niemand, die Leute waren ja abhängig davon. Kurzfristige, kleine, individuell rationale Entscheidungen haben also zu einer langfristigen, großen, völlig irrationalen Entscheidung geführt. Aber wer trägt jetzt die Verantwortung? Für niemanden wäre es ja rational gewesen zu sagen, ach, heute fahre ich mit der Bahn, damit rette ich sie. Und ich wette, genau diese Argumentation kennen Sie ja auch. Sie kennen sie aus der Klimakrise. Ich allein, unser Ort allein, Österreich allein, Europa allein kann die Welt doch nicht retten. Aber alles, was wir tun und was wir nicht tun, hat eine Wirkung. Und für diese Wirkung tragen wir Verantwortung. Leider nutzen wir das meistens für das sogenannte Blame Game, also überlegen immer, wer ist denn noch schuldiger als ich und zeigen dann mit dem Finger auf diese Person oder Gruppe. Und dann tun wir am Ende nichts, weil erstmal sollen doch die was machen. Ich denke, dass Schuldfragen uns nicht weiterbringen. Ich frage lieber, was müssen wir tun, damit es besser wird? Und ich glaube, dass die Antwort in der Tyrannei der kleinen Entscheidungen liegt.
Denn wenn kleine Entscheidungen diese große Macht haben, uns zu tyrannisieren, dann haben diese kleinen Entscheidungen doch auch die Macht, Chancen zu entwickeln, was Besseres zu gestalten. Erika Chenoweth, eine amerikanische Politologin, konnte zeigen, dass 3,5% der Bevölkerung ausreichen, um Wandel zu initiieren. Raus auf die Straße, Sie alle, 3,5%, das schaffen wir, das ist nicht so viel. Und seien wir ehrlich, wir wissen alle, was zu tun ist. Wir müssen es nur machen und darüber reden und andere anstupsen. Frei nach dem Motto, tue Gutes und sprich darüber. Wie ein Dominostein können auch wir einen Lauf erzeugen. Jetzt, nicht erst bei der nächsten Wahl oder indem wir darauf warten, dass die da oben irgendwas entscheiden. Um zu zeigen, wie wichtig das ist, möchte ich nochmal den guten alten Störtebeker bemühen. Er hatte zwar den Deal ausgehandelt, er könne seine Mannschaftsmitglieder retten, indem er kopflos an ihnen vorbeirennt, aber nachdem er an 11 von ihnen vorbeigegangen ist, stellte ihm der Henker ein Bein und der Bürgermeister entschied obendrein, dennoch alle 72 Mannschaftsmitglieder hinzurichten. Störtebeker saß dem Irrglauben auf, er könne noch irgendwelche Kompromisse schließen. Genauso sitzen wir dem Irrglauben auf, wir könnten irgendwelche Deals mit der Natur aushandeln. Aber die Naturgesetze sind genauso unerbittlich wie damals der Hamburger Bürgermeister und der Scharfrichter. Meine Bitte an Sie ist daher, sei kein Störtebeker, sei ein Dominostein. Dann klappt es auch mit dem schnellen Wandel. Vielen Dank.